Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Wir spielen natürlich wie so viele im Moment, nachdem ja hier das neue Premium Edition Paket von Giants veröffentlicht wurde, natürlich die Zelonka. Das seht ihr schon an dieser Map und natürlich hier an dem Fiat Agri. Ups, mit dem wir hier beinahe hier von der Straße kommen, denn wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Händler. Wir werden jetzt ein paar Geräte kaufen, denn ich habe ein Feld gekauft, an dem nicht Karotten, auch nicht rote Beete, aber Pastinakenernte bereit sind. Und da werden wir uns doch jetzt gleich die entsprechenden Maschinen einkaufen, um eben uns das Ganze hier gleich mal anzusehen. So, da vorne müsste jetzt gleich die Straße, hoffe ich doch, kommen. Und dann fahren wir zum Händler, holen dort eine große Erntemaschine, beziehungsweise wir schauen uns mal die Maschinen dazu an, denn ich habe dazu eine kleine Idee. So, machen wir ein kleines bisschen leiser unseren Traktor. So. Okay, der Kollege steht schon. Okay, warum hat er gehalten? Wir schauen nach rechts, wir schauen nach links, es scheint hier frei zu sein. Und hier haben wir den Händler. Hinten dran gibt es Parkplätze, auch nicht schlecht. So, und dann schauen wir mal, was wir uns hier gönnen wollen. Denn was ich mit euch machen möchte, ich zeige es euch erstmal hier auf der Karte. Feld Nummer 25 hinter dem Dorf. Hier oben übrigens haben wir unseren Starthof. Und die Felder 45, 72, 73 gehören uns, sind aber meines Wissens Raps drauf. Und was haben wir denn sonst noch drauf? Zack. Sojabohnen. Ich glaube, Sojabohnen und Sonnenblumen sind auf der 45. Aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt erstmal die neuen Feldfrüchte, die das neue Gemüse hier ernten. Und das sind ja rote Beete, Karotten und Pastinake. So, und da haben wir das Feld Nummer 25 und das ist erntereif. Und dazu brauchen wir jetzt eine entsprechende Erntemaschine. Und dazu gucken wir mal hier in die Pakete. So, Pastinaken, hier wird uns empfohlen, die DeWulf PK3 Profi für 73.000. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal wirklich hier im Shop an, denn, so, wo haben wir denn Erntemaschinen, Kreiselecken? Gemüsetechnik, da haben wir es doch. So, und dann schauen wir hier mal auf eine Erntemaschine. Das hier ist eine Maschine 3-Punkt. Das heißt, das ist die kleinste und die lädt das Gemüse in Kisten ab. Und zwar in einer einzigen Kiste. Die kann er hier mitführen und das müssten dann so 2000 Liter sein. Dann muss er die Kiste abladen, die nächste aufladen und damit wieder füllen. Aber ist sehr, sehr günstig und wird direkt hinter den Traktor gehängt mit der 3-Punkt. Hier haben wir dann schon die erste Zugmaschine, die keinen Tank hat, auch nicht in Kisten ablädt, sondern direkt überlädt in einen Anhänger. Also hier muss jemand mitfahren, ähnlich wie beim Häckseln im Prinzip und dann halt eben überladen direkt mit diesem Band. Dann haben wir als nächstes eine größere Maschine. Hier gibt es allerdings einen Bunker und zwar mit 5500 Litern. Und dann muss das Maschinchen hier abgetankt werden. Also hiermit kann man zumindest einen Teil erstmal fahren. Ist übrigens auch ein Anhänger. Und da kann man dann eben dann danach mit dem entsprechenden Abfahrer überladen. Dann haben wir wieder eine Maschine, die natürlich hier zweireihig arbeitet mit 1,5 Meter Arbeitsbreite, also doppelt so schnell. Aber auch die muss sofort abgeladen werden, wie beim Häcksler, wie bei den Zuckerrüben, so ähnlich. Nicht wie bei den Zuckerrüben, wie beim Zuckerrohr, so ähnlich. Und muss sofort also abgetankt werden. Und dann haben wir noch eine Maschine und die werden wir uns jetzt gönnen. Die hat nämlich die Besonderheit, dass sie wieder in Kisten ablädt. Aber die hat hier so ein kleines, ja, ich sag mal Fließband. Da passen 4 Kisten drauf. Also somit 4 × 2000 Liter, 8000 Liter. Und die Kisten kann man dann während der Ernte, also nachdem man sie abbeladen hat auf das Feld, kann man die auch sofort wieder nachkaufen. Kosten natürlich Geld, aber da kommen wir dann nochmal dazu auch separat. Auch das eine Besonderheit. Und dann gibt es noch als große Geschichte einen Selbstfahrer, den, stopp den, und der hat
vierreihig, 3 Meter Arbeitsbreite, aber auch der muss sofort abgetankt werden. Man sieht es hier praktisch schon angedeutet. Auch hier muss man mit dem Anhänger nebenher fahren und sofort abtanken. Aber das Maschinenschild hat ein bisschen, ja, 8 km/h, nicht ganz so schnell wie die anderen, aber dafür eben gleich 4 Reihen auf einmal. So, wir kaufen uns und testen jetzt mal an, weil mich interessiert vor allen Dingen, ob denn bei der Maschine hier mit dem Band automatisch im Prinzip hier für 181.000, ob die dann nämlich auch während der Fahrt, beziehungsweise wenn mit dem Helfer gearbeitet wird, und das ist ja das ganz große Manko, ich schaue gerade nochmal 170 PS, da brauchen wir noch einen schönen, flotten Traktor dazu, der eben, ja, die Sache mit den Helfern, ja, da komme ich später dazu, denn es ist schon interessant, was man in den Foren so alles liest, zum Thema eben dem neuen Premium, der Premium Edition, denn ja, also die Bandbreite ist wieder mal groß, von Begeisterung bis totale Niedergeschlagenheit, so möchte ich das mal sagen. Und ich glaube, hier muss man auf jeden Fall differenzieren zwischen den PC-Spielern oder sagen wir es mal andersherum, zwischen allen, die die Möglichkeit haben, mit geskripteten Mods zu arbeiten und denen, die keine geskripteten Mods einsetzen können. So, wir brauchen 170 PS, das heißt, wir werden uns jetzt auch noch einen schönen Traktor gönnen. Fendt, einen John Deere, einen C-Tor, der würde hier gut herpassen. 171, haben wir noch was Stärkeres? McCormick Landini. McCormick Deutz. Hier haben wir noch einen C-Tor 150 und natürlich nochmal den Fiat. Den könnten wir auch ein bisschen hochpimpen. Hier haben wir nochmal den C-Tor mit 171. Ja, ich überlege gerade. Ein großer Traktor wäre dann auch wieder ein bisschen überdimensioniert. Ja, vielleicht ist auch dieser John Deere gar nicht mal so schlecht. Lastgeschaltet, 35 km/h, wir können sowieso nicht so schnell fahren. Nehmen wir doch den Kollegen einfach. Und zwar mit Zwilling Standard. Ach, schade, da gibt es kein Gewicht. Dann nehmen wir halt Standard. Sehr gut. Und natürlich dann noch ein Gewicht dazu. So, hier haben wir die Gewichte. Und da haben wir natürlich auch einen John Deere mit 900. Das sollte eigentlich reichen. So viel Gewicht braucht man nicht. Und das Nächste, was eigentlich gut wäre, wäre jetzt natürlich, um die Kisten aufzunehmen, noch ein System. Und auch da gibt es im Paket etwas. Da schauen wir mal. So, hier. Und da haben wir ja die Premium Expansion. Und da hat es etwas Interessantes, mit dem man anscheinend die Paletten dann entsprechend verladen kann. So, das hier nämlich, das ist so ähnlich dann wie ein Gabelstapler. Ja, und da sind eben diese Gemüsepaletten, die 130 Euro kosten. Aber es soll wohl die Besonderheit sein, dass wenn die verkauft werden, dass die 260 bringen. Also das heißt, mit den Kisten, mit diesen Gemüsepaletten kann man sogar auch noch Geld verdienen. Das heißt also insofern gar nicht mal verkehrt. Also diese 130 Euro sind nicht gekauft. Es ist auch kein Pfand. Nee, es ist eigentlich eine Investition und ihr verkauft dann tatsächlich die Kiste mit dem Gemüse zusammen mit und verdient auch noch an dem Verkauf der Kisten. Also das werden wir alles jetzt testen und ich würde hier gerne dieses Gerät mal nehmen. Das müsste auch 3-Punkt sein und dann ähnlich wie ein Gabelstapler funktionieren und dann könnten wir nämlich die Kisten auch entsprechend dann nämlich auf einen Anhänger bringen. Okay, das ist so die Idee. Jetzt brauchen wir natürlich dann noch einen Anhänger, einen schönen flachen. Und da würde ich dann nochmal schauen im Bereich Ballentechnik. Ballentransport, weil da haben wir ja zum Beispiel diese Kiste hier oder dieses Gerät. Und das hätte sogar, nee, das hat kein Autoload. Ich habe, glaube ich, wir haben gar kein Autoload dabei. So, und Design. Den müsste man doch aufklappen können und dann könnte man da die Kisten reinstellen. Wir werden es sehen, wir werden es testen, wir werden es ausprobieren. Okay, so, das heißt, wir haben hier den John Deere. Schmeißen das Maschinen schon mal an.
Ich glaube, der passt ja auch ganz gut her. So, und wenn wir den jetzt anhängen und den ausklappen. So, Modelle. So, jetzt wird hier dieses Band heruntergelassen und dann kann man eigentlich... So, lass mich mal schauen. Abkoppeln, Helfer. So, das war zu. Klemmen, Bandruder senken, anschalten, Boxen aufnehmen, neue Boxen kaufen. Und zwar für 520, da sagen wir mal ja und da stehen sie jetzt. Die kann man natürlich auch abstellen auf dem Feld oder hier beim Händler und kann die auch dann direkt aufnehmen. Ist auch eine sehr, sehr schöne Animation. Aber im Endeffekt, wie gesagt, geht es darum, dass hier dieses Gerätsche, wobei wir jetzt natürlich das Problem haben, wir können jetzt den Anhänger ja gar nicht mehr zusammenklappen. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Aber okay, wir werden es schaffen. So, wir müssen zu Feld Nummer... Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir durchs Dorf. So, wir machen mal die Karte größer. Ja, Feld Nummer 25. So, kommen wir denn da gut durchs Dorf? Ja. Das Besondere an dem ist, dass der auch so eine Lenkung hat. Also die Achse lenkt mit. Damit kommt man natürlich dann etwas besser darum. So, wir haben hier Stopp. Huch. So, Dele. Jetzt müssten wir hier zwischendurch eigentlich zu unserem Feld kommen können. Ja, nach der Kirche. Ist das die Kirche? Nein, das ist die Feuerwehr. Okay, hier können wir rein. Kommen wir an dem Schild vorbei? Ich hoffe doch. So, und hier rechts haben wir unser Feld. Und jetzt ist die Frage. So, also Fakt ist jedenfalls, es gibt wohl, auch wenn man Fruchtzerstörung eingeschaltet hat, stellt es eigentlich kein Problem dar. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier dem Nachbarn... Und schon ist es passiert. So. Im Prinzip ist es auch erstmal egal. Wir fangen hier einfach an zu ernten. Und zwar mit dem Helfer. Genau, er nimmt auf. Und man sieht, wie dann die Pastinaken also in das hintere... in die hintere Kiste fallen. Und wir lassen jetzt einfach mal den Helfer laufen und schauen uns das Ganze mal an, was er denn macht, wenn dann wirklich alle vier Kisten voll sind, ob er die dann auf- oder beziehungsweise abnimmt. Aber da fällt mir auch gerade ein, wir könnten nochmal in die Hilfe schauen, ob denn da irgend auch etwas ist wie eine Automatik oder wie eben, ja, hier steht Boxen entladen, das ist soweit klar, Radio an, aus. Also es sieht nicht so aus, als gäbe es hier jetzt eine direkte Automatik. Also müssen wir leider davon ausgehen, erstmal im Moment, dass wenn die Boxen voll sind, er dann sich meldet und eben sagt, dass er abgetankt werden soll, in Anführungszeichen, was eben heißt, dass wir die Boxen wohl entladen müssen und uns dann Gedanken machen, ob wir dem Fahrzeug Boxen hinzufügen, mit dem Tieflader oder mit dem Frontlader, mit was Ähnlichem, oder ob wir dann eben neue Kisten kaufen. Wir werden jetzt hier mit dem Fiat, oh, da haben wir den Motor gerade ausgeschaltet, wir nehmen jetzt mal, hat der, ach, ich überlege gerade, doch, der müsste doch das Ding hier vorne aufnehmen können. So. Sehr schön. Dann fahren wir mal hier ran. Und dann stellen wir fest, dass wir von der falschen Seite, glaube ich, ranfahren. Witzig, dass der das jetzt hier so rumstellt. Also ich denke es zumindest. Jo, okay. So, und das müsste man jetzt ausklappen können. Ja, genau, aufklappen. Und dann kann man eigentlich... Ja, okay, jetzt schauen wir mal. Ah, oh, okay, wir müssten genau das ablassen. Dann können wir... Ah ja, wir können auf jeden Fall hier die, die Gabeln zusammenschieben. Hoch, runter. Okay.
Also wir können praktisch nur gerade fahren. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Und damit können wir wieder einklappen. Ups. Oder halt hier wieder hochfahren. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Okay. Also runter und hoch. Ja, das dürfte nicht verkehrt sein. So, jetzt überlege ich gerade nochmal. Dann machen wir das hoch. Dann schnappen wir uns jetzt den hier. Noch sagt der andere Kollege nichts. Der müsste jetzt eigentlich automatisch über das Feld fahren. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, was passiert, wenn eben dann alles voll ist. So, da müssen wir Anhänger aufklappen. Gut. Okay, dann können wir nämlich da auf jeden Fall die Kisten aufladen. Sehr schön. Ja, dann fahren wir mal los. Dann bin ich mal gespannt. So, 15 Minuten haben wir auf der Uhr. Da hinten kommt nichts. Dann können wir definitiv einmal sehen, was mit den Kisten passiert. Und wie wir dann damit umgehen. Nämlich im Prinzip dann mit dem Gerät hier die Kisten aufsammeln auf dem Feld, einladen und dann eben zum Verkauf bringen, um zu sehen, was wir dann da bekommen an Geld, zum Beispiel für die Kisten selber. So, es ist ja so, dass wir jetzt da mit dem Gemüse hier eigentlich nicht reich wird. Das muss man einfach so sagen. Also für 1000 Liter kriegt man im Schnitt maximal 200 Euro. Und wenn sich das natürlich bewahrheitet, beziehungsweise, dass man auch noch für die Kisten ein bisschen was kriegt, okay. Aber das Ganze ist natürlich eher so darauf wohl ausgelegt, dass man im Endeffekt, ah, der macht schon die dritte Reihe, dass man eben im Endeffekt eigentlich, jetzt überlege ich gerade, wir hätten jetzt das so, oder? Yep, dann klappen wir das mal so auf. Also, dass man im Endeffekt über die Produktionen das große Geld anscheinend hier macht. So, dann machen wir vorne, klappen das Ganze hier schon wieder auf. Huch. Okay, dann lassen wir mal den hier in Wartestellung verharren. Dann schauen wir mal, wie weit er ist. Er ist bei 43%. Oje, oje, der kann ja hier noch viel machen. Aber das funktioniert soweit. Also er kommt auf jeden Fall mit dem Helfer so weit zurecht, dass er hier auf diesen Feldern arbeiten kann. Das ist schon mal nicht verkehrt. Sehr schön. Und an der Stelle natürlich, denkt bitte immer daran, ich bedanke mich zuerst mal recht herzlich bei allen, die meinen Kanal unterstützen. Aber falls ihr zukünftig mir auch ein kleines bisschen Feedback mitgeben wollt, dann gerne. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, warum ich das Subscribe nicht gesehen habe. Augenblick. Tja, interessant. Muss das hochgeschalten werden? Ach, jetzt ist es da. Das ist ja wirklich äußerst interessant. So. Okay. Sehr schön. So, wie weit ist er? 50%. Okay. Naja, also besonders ergiebig ist dieses Feld nicht. Was zeigt er an? Oh, erwarteter Ertrag 54. Okay, da dürfen wir uns dann auch nicht wundern. Da dürfen wir uns auch nicht wundern. So, jetzt schauen wir mal, wie er denn jetzt hier vorne arbeitet. Ja, lässt hier schon ein bisschen was stehen, aber das ist normal. Er muss ja hier auch ganz schön ausholen, denn jetzt, glaube ich, steht unser Anhänger im Weg. Oder? Okay, und stößt er an. Ja, das haben die aber gut getimed. Das haben die aber gut ausgemessen hier bei Giants. Okay, fährt noch ein kleines bisschen vor und jetzt erntet er wieder.
Da hat er eine kleine Bahn ausgelassen oder da. Nee, da haben wir, glaube ich, später angefangen. So, er macht soweit seinen Job hier ganz, ganz gut. So sieht es also aus, wenn er das Material aus dem Boden hebt im Prinzip. Sehr interessant. So, dann schauen wir uns mal das Maschinchen noch mal ein bisschen näher an. Okay, da oben fällt das ganze Material rein. Irgendwo wird es anscheinend hier das Kraut von der Karotte, von der Frucht entfernt. Hinten fällt das Kraut raus und die Karotte fällt hier runter. Ja, und wird halt praktisch sofort verteilt. So, was sieht man hier? Sieht man hier eigentlich, ja, na klar, da sieht man die Karotten praktisch, wie sie hochfahren. In dem Fall die Karotten, die passt die Nacken. So. Interessant. 72. Ja, jetzt könnte man natürlich auch Folgendes machen. Wenn wir jetzt nochmal rüberspringen zum Shop. So, wo ist er denn? Wir müssen uns wegen orientieren. Hier ist der Shop. Hallo? Ach, da können wir gar nicht. Ah, sorry, jetzt. So, jetzt sind wir richtig. Jetzt können wir da hin und buchen. So, und wenn wir jetzt natürlich, wie gesagt, wo haben wir denn das? Stimmt, das haben wir hier. Unter Paletten, glaube ich, ganz am Ende. So, hier sind die Gemüsepaletten. Dann können wir hier natürlich auch entsprechend, ach, immer 4 Stück nur maximal. Dann können wir natürlich hier auch gleich die 4 Paletten kaufen. So, und dann stehen die hier und dann können die auch entsprechend aufgenommen werden mit einer richtig schönen Animation. Oder wir können natürlich auch diese Paletten direkt jetzt zum Feld bringen mit einem Fahrzeug und dort auslagern. Auch das wäre natürlich möglich. Get this gap while it's hot. Oh. FarmingSimulator.com Merchandise. Okay, und was haben wir hier? Horse Aggravation Pack. Available now. Naja, gut, schon ein bisschen länger. Haben wir noch mehr Werbung? Oh, mit Vielfalt ist alles drin. Sehr schön, sehr schön. Ja, da merkt man sofort, dass man beim Händler ist. Sehr gut. So, wie weit ist er? 80%. Dann könnten wir ja Folgendes mal machen. In der Zwischenzeit fliegen wir mal ein kleines bisschen hier über Zilonka. So, also hier ist der Sportplatz von Zilonka und hier haben wir die Spinnerei, würde ich sagen. Das ist die Spinnerei. Okay, interessant. Hier endet die Landstraße oder die Bundesstraße mitten irgendwo im Gemüse. Okay, also hier hört einfach mal die Straße auf. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Okay. Okay, okay, okay. So, da geht es da hinten weiter. Okay. So, also hier haben wir ein Feld. Hier haben wir den Sportplatz, sogar mit Sitzplätzen. Interessant. Zweistellige Anzeige. Gut. Ach, was ist denn das hier? So, wie weit ist er? 84. Lasst uns da mal kurz rübersprinten, was das bedeutet, dieses Ausrufezeichen. So, wo ist der Sportplatz? Hier ist der Sportplatz. So, was soll dieses Ausrufezeichen denn uns für eine Information mitgeben? Fußballplatz zurücksetzen? Aha, okay. Ach, hier ist ein Fußball. Ach, das ist ja interessant. Aha. Okay. Das heißt, im Multiplayer könnte man jetzt hier Fußball spielen. So, bleibt der liegen. Oh,
Okay, sehr schön, sehr schön. Okay. Hier das Sporthaus. So, dann schauen wir mal jetzt. Jetzt müsste doch langsam hier unser Maschinengewehr fertig sein. Wie viel? 93%. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Mittlerweile sind auf jeden Fall 3 Kisten voll. 47,55. Auch ein sehr schöner Traktor hier, dieser John Deere. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut hier mit rein. Okay. Ah ja, wie ich gedacht habe, also der läuft auf jeden Fall nicht von selber. Wir müssen Hand anlegen und definitiv hier die Boxen entladen. Aber das werden wir nicht hier tun, sondern hier, wartet. So. Okay. Boxen entladen. Ah, der schiebt sie komplett runter. Das ist doch gut. Sehr gut. Plattform wieder heben. Und jetzt wird er natürlich wieder wissen wollen, ob wir neue Boxen kaufen. Ja. Zack. Und jetzt können wir praktisch den Kollegen wieder hier auf die Reise schicken. So, dann würde ich jetzt sagen, nehmen wir mal das hier auf. Und dann fahren wir hier auf die andere Seite. Oh, das könnte knapp werden. So, sehr gut. Oder auch nicht. Oha. Ja, da müssen wir ein bisschen weiter innen, glaube ich, anfangen. Jo, jetzt läuft's wieder. Dann werden wir jetzt mit unserem Traktor, mit unserem Fiat Agri, werden wir jetzt hier... Oh, dann, wir müssen hier runterlassen. Okay. Okay. Ah, stopp, wir müssen hier wieder ein bisschen zusammenfahren. Und jetzt müssten wir doch eigentlich 2 Paletten hier aufeinander stellen können. Huch. Das Gute ist natürlich, dass das Ding wirklich praktisch genau waagrecht ist. Sehr schön. Oha, okay. Da hätten wir ein Gegengewicht gebraucht. Okay, das wird so nicht. Nee. Also gut, dann müssen wir tatsächlich jede Palette für sich transportieren. Okay, das war jetzt gerade auch ein bisschen interessant. So. Ja. Was macht er jetzt?
Komm schon, jetzt lass die Palette da unten. Das gibt's doch nicht. Also jetzt ist er doch aus der Palette draußen. Wollte ich doch gerade sagen. So, wir werden nur noch eine Palette mitnehmen und dann fahren wir zum Verkauf, weil das will ich hier zum Abschluss dieser Folge noch hinbekommen. Wir lassen mal das wieder herunter. Ups. So. Ja, das ist halt jetzt hier richtig Arbeit. Und ein Gewicht hätten wir auch gebraucht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt hier auf dem Ding hier bleibt. Okay, interessanterweise geht's jetzt. Wir klappen das Ganze ein, fahren es hoch. Dann schnappen wir uns den Anhänger und fahren mal zum Verkauf, um zu sehen, was es nun wirklich gibt dafür. Und ob er das anzeigt, dass die Kisten extra Geld bringen. Okay, wir schauen mal, wo wir zurzeit am besten verkaufen können. So, jetzt ist es so, dass diese neuen Früchte halt dummerweise ganz am Ende sind. Ich glaube zumindest, dass sie ganz am Ende sind. Ja, da sind sie. So, Bauernmarkt, Erlengrad, Konservenfabrik, Supermarkt, Suppenfabrik. Die müsste eigentlich meines Wissens ganz in der Nähe sein. So. Okay, dann fahren wir da mal hin. Hier können wir vom Feld fahren. Sehr schön. Genau am Ende der Straße müsste eigentlich die Konservenfabrik sein. Und dann entladen wir da mal und schauen mal, was wir da bekommen. Expand your fleet. Okay. Klar. Oh, sehr schöne Brücke hier. Kann man unten durchfahren. Interessant, interessant. Ist da auch eine Verkaufsstelle? Da ist eine Verkaufsstelle. Ah, nee, das ist die Tankstelle. So, hier haben wir ein Wohnviertel. Jetzt müssen wir mal schauen, wie man hier am geschicktesten reinkommt, weil ich habe den Verdacht. Nee, ich glaube, da kommt man runter. Überall Werbung. So, hier geht's runter. Yep. Jetzt schauen wir mal, was er anzeigt. Also, was haben wir gesehen? Theoretisch müssten wir bekommen 214, also 428. Und tatsächlich 230 verkaufte Produkte, 230 verkaufte Produkte, aber in Summe 858. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. 460 verkaufte Produkte, Einnahme, Ernte 858. Ja. Ja, stopp mal, es sind 2000 pro gewesen. Okay, 858 durch 4 ergibt das. Und die 460, das sind eben diese 230, die wir für die Paletten bekommen. Also nochmal 100 Euro extra, denn ursprünglich haben wir ja bezahlt. Hier. Wo sind sie? Da sind sie. 130 und wir haben aber bekommen 230. Also tatsächlich, man bekommt 100 Euro für jede Box extra. Das hieße also theoretisch, ja, aber man kann die Boxen nicht leer verkaufen. Das ist nämlich genau der Punkt.
hat auch schon der gute Sens festgestellt, weil sonst könnte man natürlich ohne Ende Gemüsepaletten kaufen und die dann verkaufen, einfach wieder sofort und würde dann entsprechend immer 100 Euro machen. Also ist ein bisschen gecheatet, aber so hat man natürlich ein bisschen auch den Arbeitsaufwand noch zusätzlich mit drin mit den Kisten und insofern ist das auf jeden Fall interessant, auch wenn die Maschine teurer ist, aber wir haben halt eben dadurch auch eben die Geschichte, dass wir das Material nicht sofort abliefern müssen. Wir könnten natürlich auch immer erstmal hier die Kisten stehen lassen. Und wenn man natürlich mit dem Autoload arbeitet, wäre das Ganze natürlich dann auch einfacher einzuladen. So, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir starten auf Zielonka mit der Premium Edition, die nun zu kaufen und zu erwerben ist, mit den neuen Geräten, mit den neuen Gemüsesorten und natürlich mit dieser Map mit Zielonka, die wir jetzt die nächsten Wochen bespielen werden, wie so viele andere eben auch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen natürlich auf ein positives Feedback, natürlich auf ein Däumchen oder einen Kommentar und was natürlich nicht zu vergessen ist, ihr dürft gerne den Kanal abonnieren, das kostet euch gar nichts. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf der wunderschönen Zielonka. Bis bald, tschüss!